Hallo und herzlich willkommen bei Battlefield for Friends. Wir sind heute zu Besuch bei The Brickyard und die Jungs, die machen sich schon mal fertig. Ich schau mal rum. Nino, die sind schon fleißig am Aufbauen. Ja, es geht bald los. Ein Riesengelände auf jeden Fall. Hier, man nennt es auch das alte Ziegelwerk. Da sieht man ganz schön den alten Kaminofen noch da oben. Leute, wir sind hier auf dem Event und wem treffen wir? Den Peter. Den Peter, das gibt's ja gar nicht. Was der für ein Geist Zufall. Ist da. Der Geist. Das gibt's ja gar nicht. Des 7-Tage-Events. Ja. So geht das. So geht das, ne? Genau, am 30. auch bei uns. Am 30.07. Rodenberg, Battlefield for Friends auch dabei. Auf jeden Fall. Ich freue mich schon auf coole Action da. Und wie gefällt dir das Gelände hier? Ist ganz cool. Riesengroß, ne? Erste Mal auf dem Gelände hier. Ja. Hier kann in Zukunft auf jeden Fall was passieren. Lasertech-technisch. Auf jeden Fall. Beides halt, ne? Es eignet sich halt, wenn man das halt ausbaut dafür. Dafür ist jetzt auch noch nichts in dem Sinne großartig gemacht worden. Die Jungs haben das halt erstmal sporadisch hergerichtet zum Testspielen. Ja. Und ansonsten denke ich, ist hier viel Potenzial. Also auf jeden Fall für beides. Also Lasertech genauso wie Airsoft kann man sehr, sehr cool spielen. Sag mal, das ist doch heute das erste Test-Event. Ja. Wie lief's? Bisher kamen mir nur grinsende Gesichter entgegen und also das Einzige, was kritisiert wurde, ist, dass es ein bisschen eng in der Halle ist. Mhm. Aber bei dem Wetter muss man natürlich damit rechnen, dass viele Leute durch die Halle wollen. Mhm. Deswegen werden wir einfach den Spielmodus jetzt ändern, dass die Leute gezwungen sind, außen viel zu machen. Und dann wird sich das Ganze von alleine auflösen. Also wir sind zufrieden. Bisher waren alle anscheinend happy. Ganz viele neue Möglichkeiten her. Wir haben vor allen Dingen gehört, dass die hier ein Spielfeld haben, was sie sonst nirgendwo so in der Form haben. Gerade mit diesen Bergen, wo man runterspringen kann und all sowas. Ja, macht schon ziemlich Spaß. Frage auch an dich. Heute ist ja das erste Test-Event. Ja. Wie gefällt es dir bis jetzt? Richtig gut. Ja? Also die Jungs, die machen einen super Job hier. Am Anfang auch mit dem Briefing, mit dem Rundgang. Hm. Super nett, alles entspannt. Die Spieler sind super entspannt, alle sind fair. Ja. Das Feld macht richtig Spaß. Ja, gefällt dir das Feld gut? Sehr gut. Ja. Du hast einen Indoor-Bereich, Outdoor-Bereich und kann man taktisch sehr gut nutzen. Spitzenfeld, Daumen nach oben.